Oh, Kirmesgeruch. Also Mandeln, auf jeden Fall. Vielleicht ein bisschen was, um seine Interessen zu vertreten, aber persönlich glaube ich, macht es mehr Sinn, mit Überzeugung die Dinge anzugehen und die Leute mit ins Boot zu nehmen. Ja, ich bin ziemlich verwöhnt von der Küche meiner Mutter, ehrlich gesagt. Und da gab es immer Kartoffelpüree mit Sauerkraut, mochte ich immer irre gerne. Aber jetzt kommt auch nichts mehr da dran. Also so wie die Mama gekocht hat, gibt es halt nur einmal. Zu erzählen, definitiv, ganz viel. Ich schreibe auch gerne, aber ich erzähle viel damit. Also eigentlich ganz klar die Liebe zu Wermelskirchen. Also es gibt keinen anderen Grund. Immer wieder, eigentlich alles. Jetzt überlege ich aber, Sie wollen es bestimmt spezieller beantwortet haben. Auf jeden Fall unseren Weihnachtsbaum, den Markt unten. Das sind, glaube ich, schon mal so Sachen, die Kirche. Ja. Der richtige Ort. Ich mag diesen Slogan überhaupt nicht. Ich bin mit Wermelskirchen, die Kleinstadt, mit Herz groß geworden. Das konnte ich viel besser fühlen, ehrlich gesagt, und mehr packen. Also von daher, ich bin bei dem Slogan, der richtige Ort ist nicht meiner. Ich glaube über die Zukunft, wo wir hinwollen, was wir aus Wermelskirchen machen wollen. Ich finde, wir sind sehr häufig im Hier und Jetzt und ich glaube, so ein Blick, ein bisschen mehr, was wir erreichen wollen, wo wir mit dieser Stadt hinwollen, das täte uns gut. Meine Familie und meine Freunde. Also ich habe das schon mal beantwortet, ich bin echt überhaupt keine Sportnudel. Ich habe früher mal sehr viel gelaufen, da bin ich auch 30, 40 Kilometer in der Woche gelaufen, das geht jetzt nicht mehr. Tatsächlich keinen großen. Also ich bewundere jeden, der es macht, ausgiebig, aber ich gucke mehr, als dass ich selber tue. Rathaus hoffentlich. Also ich glaube, ich will mir als allererstes mal versuchen, einen Überblick zu verschaffen, was denn da tatsächlich jetzt an dem Tag reinkommt. Und ich glaube, ich würde sehr zügig versuchen, mit den einzelnen Mitarbeitern in Kontakt zu kommen, zu schauen, was bei denen an Themen auf dem Tisch liegt. Also dafür bin ich auch viel zu neugierig.